Namaste. Hallo liebe Yogis und willkommen beim Yoga für alle. Heute werde ich euch ein paar Übungen zeigen, die die Flexibilität und Mobilität an die Schulter verbessern. Jede Übung sollte dreimal wiederholt werden auf jeder Seite und für 5 Sekunden lang angehalten werden. In einer Skala von 0 bis 10 werden wir eine Anspannung herschaffen, die zwischen 4 und 5 liegt. Beim Schmerzen, diese Anspannung sollte zwischen 1 und 2 liegen. Und bei sehr starken Schmerzen empfehle ich euch, diese Übungen zur Seite zu lassen. Habt viel Spaß, fangen wir an. Nehmen wir den Schneidersitz an. Verschränken wir die Finger und strecken wir die Arme lang nach oben aus, die Handfläche nach oben. Schauen wir, wie weit nach oben wir mit den Armen kommen und wie spürt sich das alles am Schulterbereich. Lassen wir los und legen wir uns auf den Rücken. Die Arme sind immer auf dem Boden, die Handfläche nach innen und die Ellbogen lang ausgestreckt. Mit der nächsten Ausatmung werden wir die Schulter Richtung Ohr bewegen. Wichtig ist, dass die Finger immer am Boden bleiben. Wir atmen ein und ausatmen, ziehen wir den Schulter Richtung Ohr und anspannen für 5 Sekunden lang. 1, 2, 3, 4, 5. Locker lassen. Einatmen, ausatmen, Richtung Ohr ziehen, anspannen. 1, 2, 3, 4, 5. Locker lassen. Einatmen, ausatmen, Richtung Ohr ziehen, anspannen. 1, 2, 3, 4, 5. Locker lassen. Wiederholt auf die andere Seite. Jetzt werden wir den ganzen Arm Richtung Fuß bewegen. Atmen wir ein, ausatmen, Richtung Fuß bewegen, anspannen. 1, 2, 3, 4, 5. Locker lassen. Einatmen, ausatmen, Richtung Fuß bewegen, anspannen. 1, 2, 3, 4, 5. Locker lassen. Einatmen, ausatmen, Richtung Fuß bewegen und anspannen. 1, 2, 3, 4 und 5. Locker lassen. Wiederholt diese Übung auch auf die andere Seite. Mit der nächsten Einatmung nehmen wir den Arm hoch, drehen wir die Schulter nach außen und ausatmen nach hinten führen. Wir drücken mit dem Arm nach unten. Wenn du keine Decke brauchst, lass den Arm ganz lang ausgestreckt auf dem Boden. Wenn du nicht weiter nach unten kommst, nimm dir eine Decke, sodass die Übung leichter zu führen ist. Die Decke unter dem Arm legen und wir werden jetzt nach unten drücken. Atme ein, Ellbogen lang, ausatmen, anspannen, 5 Sekunden lang. 1, 2, 3, 4 und 5. Locker lassen. Atme ein, ausatmen, Ellbogen lang nach unten drücken. 1, 2, 3, 4, 5. Locker lassen. Atme ein, ausatmen, Ellbogen lang nach unten drücken. 1, 2, 3, 4 und 5. Einatmen, Arm hoch. Ausatmen, wieder nach innen drehen und runterbringen. Wiederholt die Übung auf die andere Seite. Jetzt werden wir den Schulter Richtung Himmel ziehen.
Ho, so dass dein Schulterblatt ein bisschen weg vom Boden kommt. Und da halten wir die Anspannung 5 Sekunden lang. Finger auf den Boden. Atme ein. Ausatmen, Schulter hoch und anspannen. 1, 2, 3, 4 und 5. Locker lassen. Atme ein. Ausatmen, Schulter nach oben. Anspannen. 1, 2, 3, 4, 5. Locker lassen. Atme ein. Ausatmen, Schulter nach oben, anspannen, 1, 2, 3, 4 und 5. Locker lassen. Wiederhol diese Übung auf die andere Seite. Wir drehen uns und legen wir uns auf den Bauch. Wir werden jetzt diese Übung in die andere Richtung führen, so dass die Schulter nach oben kommt, weg vom Boden und der Rest des Körpers liegt ganz gemütlich auf dem Boden. Die Schulter entspannen und Stirn auf den Boden legen. Handfläche an dem Körper und die Finger immer auf dem Boden halten. Atmen wir ein, ausatmen, Schulter hoch und anspannen 5 Sekunden lang. 1, 2, 3, 4, 5. Entspannen. Atme ein, ausatmen, Schulter hoch, anspannen. 1, 2, 3, 4, 5. Locker lassen. Atme ein, ausatmen, Schulter hoch, anspannen. 1, 2, 3, 4, 5. Locker lassen. Wiederhol diese Übung auf die andere Seite auch. Wir drehen uns wieder auf den Rücken. Wenn du eine Decke brauchst, stell sie gleich hinter den Kopf. Mit der nächsten Einatmung nehmen wir den Arm hoch und von der Schulter her drehen wir es so, dass die Handfläche nach innen oder nach unten zeigt. Ausatmen, den Arm nach hinten und werden wir mit dem Ellbogen ausgestreckt die Anspannung herschaffen, indem wir nach unten drücken. Ausatmen, nach unten drücken, 1, 2, 3, 4, 5, locker lassen. Atme ein. Ausatmen, Ellbogen lang, nach unten drücken, 1, 2, 3, 4, 5, locker lassen. Atme ein, ausatmen, Ellbogen lang, nach unten drücken, 1, 2, 3, 4, 5, locker lassen. Einatmen, der Arm hoch. Wieder zurückdrehen und auf dem Boden liegen. Wiederholt diese Übung auf die andere Seite auch. Mit der nächsten Einatmung nehmen wir den Arm hoch und drehen wir den Schulter so, dass der kleine Finger Richtung Boden zeigt. Ausatmen, den Arm nach hinten bringen und die Anspannung schaffen, 5 Sekunden lang nach unten drücken. 1, 2, 3, 4, 5. Entspannen. Atme ein, ausatmen, Ellbogen lang, nach unten drücken. 1, 2, 3, 4, 5. Entspannen. Atme ein, ausatmen, ausstrecken und nach unten drücken. 1, 2, 3, 4, 5. Locker lassen. Einatmen, Arm hoch, dreh die Schulter, Arm nach unten. Wiederholt diese Übung auf die andere Seite auch. Mit der nächsten Einatmung nimmst du den Arm hoch und bringst du es mit der Ausatmung nach hinten. Der Daumen zeigt nach unten. Der freie Hand
werden wir auf die Innenseite von dem ausgestreckten Unterarm legen und schaffen wir so eine Barriere. Wir werden gegen diese Barriere dieser Hand mit dem ausgestreckten Arm nach innen drücken. Atme ein. Ausatmen, Ellbogen lang und nach innen drücken. 1, 2, 3, 4, 5. Entspanne. Atme ein. Ausatmen, Ellbogen lang, nach innen drücken. 1, 2, 3, 4, 5. Locker lassen. Atme ein. Ausatmen, Ellbogen lang, nach innen drücken. 1, 2, 3, 4, 5. Entspannen. Mit der Ausatmung bringst du die Arme wieder an den Körper zurück. Wir drehen uns zur Seite und nehmen wir den Schneidersitz wieder an. Vergiss nicht, jede Übung auf beide Seiten des Körpers durchzuführen. Wenn du fertig bist, verschränkst du die Finger und streckst du dich wie am Anfang nochmal ganz weit nach oben. Schau, wie es sich jetzt anfühlt. Merkst du vielleicht einen Unterschied? Es wäre gut, wenn du diese Übungen am Vormittag, Mittag und abends durchführst, damit du wirklich einen Unterschied in deinem Körper merkst. Wenn du es eine Woche lang konsequent machst, wirst du die Fortschritte deutlicher merken. Ich hoffe, dass du viel Spaß mit diesen Übungen hast, dass diese Übungen in deine Yoga-Praxis weiterhelfen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Namaste.